Nach dem souveränen Erfolg über Blau-Weiß Köln geht es für den FC Wegberg Beek und Oliver C. nun zum FC Hürth. Gegen den Mittelrheinligisten könnte es das erste Mal im Pokal richtig unangenehm werden, auch wenn die Gastgeber in den letzten drei Ligapartien nur einen Zähler mitnehmen konnten. Wegberg ohne den Zweitrunden-Doppelpacker Kleefisch in der Startformation. Hürth im Vergleich zum Ligaspiel am Sonntag mit lediglich zwei Veränderungen, unter anderem Pokaltorwart Julian Mehl neu dabei im Team von Oliver Heidmann. Und sofort in Szene gesetzt, Hürth in Rot, Mehl mit diesem Fehler, Platz für Ben Dicke. Führungstreffer Wegberg Beek nach gerade mal 12 Minuten. So haben sie sich den Start des Achtelfinals nicht vorgestellt. Wegberg allerdings schon, Jonathan Benteke, sein Bruder, ist Nationalspieler Belgiens. Er mit seinem ersten Pokaltor in dieser Saison eiskalt abgeschlossen, den Fehler des Gegners bestraft. Bitter, so ein früher Rückstand aufgrund eines solchen Leichtsinnsfehlers. Jetzt wieder Wegberg mit Benteke, Mehl diesmal dran und Hasani an den Pfosten. Riesenchance für den Mann, der immerhin einmal gegen Blau-Weiß 90 im Pokal traf. Freistoß Hürth, Keshtar richtig gut. Lattenkreuz durch Josef Keshtar, immer wieder torgefährlich, auch in der Liga. Das weiß Wegberg, kann die Standardsituationen aber nicht immer verhindern. 0:1 der Halbzeitstand, dennoch gute Laune bei den Heimfans, sie wollen Tore sehen. Hürth durchaus druckvoll jetzt mit Vaassen, kommt an, Park wieder, Vaassen! Ausgleich, 52. Minute, Alexander Vaassen, ein super Tor. Richtig clever gemacht von der ganzen Mannschaft, das feiert auch der Trainer. Wegberg überlistet, wir schauen nochmal drauf. Der Pass des ehemaligen U19-Nationalspielers wird durchgelassen, absichtlich. Dadurch kann Park ihn festmachen. Vaassen dann schneller als Kühnel und muss den Ball nur noch im Tor unterbringen. Und das macht er richtig gut. Das Spiel wieder vollkommen offen. Der Regionalligist versucht zu antworten. Arifi eingewechselt. Hasani zum Torschützen zu Benteke. Guter Versuch, aber Mehl hat sich stabilisiert, auch aufgrund des Zuspruches seiner Mannschaft in der Pause. Dadurch rettet er das 1:1 in die Verlängerung. Wir müssen noch eine Sache nachtragen. Es gab eine gelb-rote Karte für Chakoumi, den Hürther, in der 80. Minute. Dadurch die Mannschaft von Oliver Heidmann in Unterzahl. Wir haben das leider nicht in unseren Bildern. Hürth muss jetzt richtig kämpfen. Mit 10 gegen 11 geht es in die Verlängerung. Bonso dann trotzdem mit diesem Solo. Unfassbar, aber 90 Minuten in den Knochen reichen dann nicht mehr für einen guten Abschluss. Es geht noch einmal in die letzten 15 Minuten. Nochmal Wegberg versucht das in der regulären Spielzeit zu lösen. Hasani mit der Chance, Hürth pocht auf das Elfmeterschießen, bekommt hier aber nochmal den Freistoß zugesprochen. Nach dem Foul von Arifi gegen Ziegler. Wir sind schon in der 120. Minute. Letzte Chance für Keshtar. Richtig gut, noch nicht drin. Ziegler, 2:1, FC Hürth. In der allerletzten Sekunde machen sie hier den Führungstreffer. Unfassbar. Und der Schiedsrichter pfeift gar nicht mehr an. Der FC Hürth gewinnt ein Pokaldrama in Unterzahl. Aufgrund dieses Freistoßes von Keshtar. Dann der eingewechselte Ziegler per Kopf. Pokalromantik pur. Mittelrheinligist besiegt Regionalligist. Im allerletzten Moment glücklich ist vor allem auch der Torwart bei Fabian Basdorf. Ja, also ich glaube, heute ging es überhaupt nicht um Spielerisches. Heute ging es einfach nur darum, wer hier mehr Herz zeigt. Wir hatten am Anfang, wir sind schlecht reingekommen, wir haben dieses 1:0 kassiert, da habe ich einen großen Fehler gemacht. Und dann haben mich wirklich die Jungs hier von Anfang an aufgebaut. Alle haben heute nur positiv an einem Strang gezogen. Dann hatten wir eine rote Karte. Es lief alles gegen uns, aber wir haben das 1:1 davor gemacht. Und dann ging es einfach nur noch darum, eigentlich das hier ins Elfmeterschießen irgendwie zu retten. Und dann haben wir in den letzten 50 Minuten wirklich alles gegeben. Jeder hat mit seinem ganzen Herz gespielt und alles reingehauen. Und dann umso schöner, dass wir dann in der letzten Aktion dann noch einen Freistoß bekommen und den irgendwie über die Linie drücken. Also heute war es einfach ein Teamerfolg. Und ich glaube, heute ging es nicht um Spielerisches. Heute ging es einfach nur um Gefühl und Herz und Leidenschaft. Und ja, das war heute wunderbar.
Der FC Hürth beschert dem Mittelrhein-Pokal die nächste Riesensensation und kann das anschließend gebührend feiern.